Hallo, ich bin der Ludwig Müller. Ich bin Geiger im Aaron-Quartett und im Kolmol-Ensemble und Konzertmeister in der Kammerorchester. Und wie alle Leute bestätigen können, die mich kennen, bin ich ein großer Fan von schönen Geigen und von schönen Bögen. Und über so ein Instrument würde ich gern kurz sprechen. Das Instrument wurde gebaut von Martin Horvath, einem ganz lieben Freund, den ich seit vielen Jahren kenne und unglaublich schätze als dauernd suchenden und unglaublich begabten Geigenbauer, der viele schöne Geigen schon gebaut hat. Und das ist jetzt wieder ein Instrument, das genau in diese Kategorie fällt. Eine ganz gute Mischung, tonlich aus rund, voll, trotzdem mit viel Kern und sehr viel Charakter im Klang, sehr viel Projektion. Stil sehr in der Cremoneser Tradition angesiedelt, bisschen Steiner vielleicht auch, der ja auch Einfluss genommen hat über den Amati in die Cremoneser Schule. Und ja, es ist ein wunderschönes Instrument, das, obwohl es modern ist, sehr viel altes Flair schon bringt und auch sofort gut funktioniert, gut spielbar ist und sehr viel im Klang auch schon altes Patina drinnen hat. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das Instrument jemanden findet, der würdig ist, drauf zu spielen, weil ich ganz überzeugt davon bin, dass so ein Instrument eine große Hilfe ist für einen Musiker, für einen Spieler, weil vom Instrument schon so viel an Farbe, an Charakter kommt, dass man sich eigentlich dann draufsetzen kann und noch sein eigenes dazugeben. Und ich bin sicher, dass das auch in einem Saal ganz toll rüberkommen wird.